Hallo meine Lieben, heute gibt es eine Anleitung von dieser süßen Kinderzipfelmütze. Sie ist geeignet für ein Kind ungefähr von 2 bis 4 Jahren. Ich habe sie mit Sockenwolle gearbeitet, vierfach gedreht mit 2 Fäden gleichzeitig. Dann brauchen wir noch eine Rundstricknadel Nummer 4 und ein Nadelspiel Nummer 4. Ich habe, wie gesagt, den Faden doppelt genommen und habe insgesamt 76 Maschen angeschlagen. Es wird im Bündchenmuster gearbeitet, 2 Maschen rechts und 2 Maschen links. Fortlaufend wiederholen. So lange weiterarbeiten, bis insgesamt eine Bündchenhöhe von 4 cm erreicht ist. Dann arbeiten wir nur noch in rechten Maschen. So lange, bis insgesamt eine Gesamthöhe mit dem Bündchen zusammen von 14 cm erreicht ist. Als Markierung machen wir uns nun einen Faden vor die letzte gestrickte Nadel und dann können wir mit den Abnahmen beginnen. Wir stricken nun 13 rechte Maschen und stricken die nächsten 2 zusammen. Fortlaufend wiederholen. Da sich die 76 Maschen nicht durch 5 teilen lassen, bleiben am Ende 3 Maschen übrig und so müssen wir die letzten 3 einmal zusammenstricken. Dann folgt eine Reihe in rechten Maschen ohne Abnahmen. Danach stricken wir 12 Maschen und stricken 2 zusammen. Fortlaufend wiederholen und wieder eine Reihe drüber stricken ohne Abnahmen und immer wieder im Wechsel. Nun kommt wieder 11 Maschen und 2 zusammengestrickt und wieder eine Reihe drüber, dann 10 Maschen und in der übernächsten dann 9 Maschen und so weiter und so fort. So verringert es sich um jede zweite Reihe. Das Ganze machen wir so lange, bis wir bei 5 Maschen stricken und 2 zusammen angelangt sind. Dann stricken wir noch einmal zweimal darüber und dann geht es anders weiter. Von nun an wird in jeder Reihe nur noch eine einzige Abnahme getätigt und anschließend 4-mal darüber gestrickt. Die Abnahmen sollten immer wieder an einer anderen Stelle sein. Wenn man anschließend die Maschen gleichmäßig auf die Nadel verteilt, dann sieht man ja immer, wo mehr Maschen sind und dort nimmt man halt immer wieder in dieser Runde eine Masche ab bzw. strickt 2 zusammen. So wird der Zipfel immer länger und auch immer schmäler. Wenn man insgesamt nur noch 14 Maschen zusammen auf der Nadel hat, dann können wir den Faden abschneiden, ihn durch eine Nadel geben und diese Nadel durch alle Maschen ziehen und fest anziehen. Diese Fäden aber nicht abschneiden, die brauchen wir noch. Nun machen wir uns eine Bommel. Die Fäden von dem Zipfel machen wir jetzt so auseinander und nehmen die Fäden von der Bommel, legen sie auch so auseinander und knoten diese beiden Fäden nun fest zusammen. Mehrmals vorn und hinten verknoten und dann die Fäden relativ kurz abschneiden. Und nun wird noch der Anfangsfaden sauber von links vernäht. Und damit ist die schöne und lustige Zipfelmütze schon fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Video, eure Jule.